Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter, es ist kurz vor Weihnachten. Es liegt kein Schnee da, der Frost ist gerade wieder vorbei. Die ganzen Menschen, die gestürzt sind, haben Sie alle sehr erfolgreich behandelt. Dafür ganz, ganz vielen Dank. Ein kleines Beispiel dafür, wofür wir, Klinikum Darmstadt GmbH, da sind. Wir sind der Maximalversorger in Südhessen. Wir sind das einzige Haus der höchsten Stufe der Notfallversorgung. Und Sie haben 365 Tage im Jahr 2022 hervorragende Arbeit geleistet, ob in der Pandemie oder in welchen Krisensituationen auch. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Sie sind das Rückgrat unseres Hauses. Sie sind für unsere Bürgerinnen und Bürger da. Dafür nochmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest oder was Sie an den Tagen auch feiern, im Kreise Ihrer Familie, Freunde, Bekannten, und wünsche Ihnen einen guten Übergang ins neue Jahr, mit ein bisschen Zuversicht verteilt, dass vielleicht die Krisen etwas weniger werden. Wir haben vieles in der Hand, tragen wir was dazu dabei. Zuversicht ist, glaube ich, jetzt wichtig in der Zeit. Vielleicht gibt es ein paar Tage, sich zu besinnen, um damit voller Kraft ins neue Jahr hineinzustarten. Und was es dann Neues gibt von der Krankenhauspolitik, alles, was dazugehört, werden wir Ihnen dann im neuen Jahr näher bringen. Ganz herzlichen Dank und eine schöne Zeit.